So, hatten wir uns so verabredet. Wir machen Folgendes: Wir nehmen wieder zwei Graphen. Der eine heißt f von x. Ihr seid dann gleich dran, jetzt noch nicht. F von x ist minus 2 Drittel x plus 4. Und ich wollte es ja in einer anderen Farbe machen. Und g von x sei minus 1. So. Jetzt erste Aufgabe: Graphen skizzieren, alle möglichen wichtigen Werte abschätzen. Dazu also gesucht ist dann, das war gegeben, gesucht ist Graph, Nullstellen. Wisst ihr was? Nullstellen werde ich ab jetzt nicht mehr NST oder nur noch ganz selten so bezeichnen. Ich schreibe mal gleich x0 hin, das geht leichter. x0, y0 und Schnittpunkt der beiden Graphen. Schnittpunkt von f und g. So, das ist jetzt die Aufgabe. Wer möchte, kann es dann hier vorstellen. Zur Lösung. Also, erstmal zum Schätzen. Schätzung, wir gucken. Fangen wir an mit diesem Punkt hier. Naja, 1, 2, 3, 4, 5,5. Also, x0f liegt bei rund 5,5. Ach, mein Rund ist immer schlecht. Rund 5,5. Das denken wir. Gibt es auch ein x0g? Nein, gibt es nicht. Denn die läuft parallel zur x-Achse, wird die also nie schneiden. Also nicht definiert. Gibt es nicht. Lässt sich nichts machen. Jetzt zum Schnittpunkt. Der liegt hier. Der Schnittpunkt zwischen beiden Graphen, also von f und g. Der liegt geschätzt. Zählen wir mal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. Eins, anderthalb, also minus 1,5. Geschätzt. Das haben wir jetzt nur geschätzt. Also, hier ist unser x0 von f. x0 von g gibt es nicht und hier ist unser Schnittpunkt. Bis dahin noch einverstanden? Natürlich y0. y0 von f muss demzufolge sein, kann man ablesen, ganz genau 4. Wehe nicht, ne? Und y0 von g ablesbar minus 1. Das geht. Das ist nicht schwer. So, jetzt kommen wir zum Rechnen. Danke für den Tipp. Namen lasse ich jetzt mal weg. Jetzt kommen wir zum Rechnen. Wie kommen wir zum Rechnen? Moment. Ja, wie eben schon diktiert. Wenn ich mich um x0f kümmere, dann muss ich also die f von x Gleichung 0 setzen. 0 ist gleich und so weiter und so fort. Der Rest ist Schmuck am Nachthemd, das wissen wir selber. Jetzt gucken wir mal, ob das ungefähr hingehauen hat. 6 soll x0f sein. Gucken wir. Oh, rund 5,5, gut geschätzt. Sogar gut gemalt. Gut. x0g müssen wir uns gar nicht drum kümmern, ist nicht definiert. Wir könnten es mal probieren. Ich schreibe es mal hin. Jetzt aufpassen. Wenn es ginge, x0g, ich kümmere mich mal drum. Dann müsste ich sagen, 0 ist gleich minus 1. Warum? Hier ist die Funktionsvorschrift. G von x ist minus 1. Also 0 ist gleich minus 1. Das ist eine falsche Aussage. Das ist nicht wahr. Also das ist falsch. Und demzufolge, weil das eine falsche Gleichung ist, gibt es auch keine Lösung dafür. Demzufolge gibt es auch keinen Schnittpunkt. Ich kriege kein x0g raus. Das gibt es hier nicht. In diesem Fall. Zum Schnitt, keinen Schnittpunkt mit der x-Achse meine ich, keine Nullstelle. So, jetzt zum Schnittpunkt selber. Beim Schnittpunkt, was müssen wir jetzt machen? Schnittpunkt. Genauso ist es. Ich kann beide Funktionen gleichsetzen. Also minus 2 Drittel x plus 4 ist gleich minus 1. Genau.
Das ist die g von x auf der rechten Seite, auf der linken Seite habe ich f von x stehen. Ich könnte es auch umgekehrt hinschreiben. Der Rest geht jetzt wieder einfach, dafür brauche ich keine Videozeit. Also wer jetzt üben will, der macht praktisch zu Hause dann Stopp. Ich drücke die Pause-Taste, ihr rechnet es aus und dann könnt ihr gucken. Gut, ich habe das eben gleichgesetzt. Ich habe dann nach anerkannten Regeln gerechnet und habe raus, xs ist 7,5. Gucken wir uns das mal an. Sehr schön. Das hat gepasst. Super geschätzt, super gemalt. Ein Lob an den... Achso. Gut, jetzt muss ich noch ys rauskriegen. Naja, das ist auch nicht so schlimm. Ys, jetzt sage ich, ich nehme das, was ich hier rausgekriegt habe, in eine der beiden Gleichungen. Tja, in diesem Fall kann ich aber nur eine Gleichung nehmen, denn wenn ich ys versuche, in die rechte einzusetzen, erleide ich Schiffbruch. Das wird nicht gehen. Aber, jetzt mal vernünftigerweise, habe ich hier richtig gemalt? Wo kann denn der nur sein? Ich bitte um Verzeihung, ich habe das vorhin, diesen Einwurf nicht verstanden. Ys muss minus 1 sein, denn der rote Graph verläuft die ganze Zeit bei minus 1. Ich habe aber so schlecht gemalt in diesem Fall, jetzt wieder ein Tadel an den Maler. Und in diesem Fall muss ich zugeben, gut, jetzt kommt aber die Probe. Die Probe heißt, ich setze das auch mal in f von x ein. Also, ich sage, ich will mal ys so rauskriegen, dass ich sage, ich setze ein minus 2 Drittel mal 7,5 plus 4, müsste ja den gleichen Wert minus 1 ergeben. Probieren wir das mal aus. Die 3 und die 7,5 kann man kürzen. Durch 3 ist 1 und hier ist bloß noch 2,5. Minus 2 mal 2,5 ist minus 5 plus 4, tatsächlich. Ys ist auch in diesem Fall minus 1. Also haben wir richtig gerechnet. Das macht man so, wenn man überprüfen will, ob es richtig ist. Hier ist es zu logisch, deswegen brauchen wir uns da keinen Kopf zu machen. Ich werde jetzt gleich die nächste Aufgabe malen. Ich mache da kurz eine Pause, damit wir Videozeit sparen. Und ihr könnt dann gleich mitmischen. Wir suchen also x0, ne? 0 stellen, y0 ist klar, das ist ganz einfach. Und den Schnittpunkt der beiden Graphen und die Graphen selber als Skizze. Ne? Und zwar die Werte geschätzt und gerechnet. So, ich mache jetzt Pause, werde den ganzen Mist an jemanden übergeben, der uns das hier zeigen möchte eventuell. Und wir werden dann sehen. Ich mache jetzt Stopp, also wer zu Hause weiterrechnet, ist klug beraten. Ja, gut, okay. Also erstmal bei fx, den Nullpunkt sozusagen. F von x. Ja, bei f von x, der ist da, weil hier plus 1 das absolute Glied. Und dann von hier aus ein x zur Seite nach rechts und 2 nach oben, also ist der zweite Punkt hier. Dann müsste der Graph so ungefähr hier lang gehen. Und bei g von x, absolutes Glied minus 2, also ist der Nullpunkt ungefähr hier. Und dann 1 nach rechts, 1 nach oben, weil es genau x ist, dann ist das hier. Und der Graph müsste ungefähr hier lang gehen, ja, so ungefähr. Gut. Und sich schneiden, verlängern beide. Ja, das müsste dann so. Und hier ungefähr ist der Schnittpunkt. Warte mal, welche Farbe mache ich jetzt? Mache ich mal gelb. Hier ist S. Gut, also x0 geschätzt, also x0f geschätzt, ist bei, naja, ungefähr minus 1. Ich gucke so nochmal. Ja. Yep, Technik. Also gut, ausgerechnet wären das dann, ich setze es jetzt mal, ja, Stift halten für Anfänger. Hm? Die Werte. Wo jetzt? Wo wollen Sie jetzt Ihr XS hinhaben? Leute, was denn? Achso. Okay, also erstmal die Schätzungen zu x0. Also, ja, habe ich schwarz-rot. x0f. Das ist ungefähr minus 1 jetzt.
Ja, oder minus 0,5 eher. Mhm. Jetzt als Schätzung. Ach Quatsch, minus 0,5. Und x0. Ja, ein bisschen groß. x0g. Ist rund, ja. Rund. Ja, rund. Das ist so gewählt, ein bisschen. Gut, das siedle ich jetzt mal auch am besten bei, naja, minus, ach nee, gar nicht minus. Warte mal, bin ich gerade, ach nee, Bloch plus 1. Also hier so ungefähr geschätzt. Hm? Ach so, S ist rund, naja. Hm. Minus 3 und 1, 2, 3, 4, 5. Minus 5 noch. Und jetzt. Okay. Warte mal, ich muss. Na, ausrechnen von x0. Ach, Quatsch, was mache ich jetzt mit meinem Strich? Okay, erstmal x0f ausrechnen. Ist also erstmal 2x plus 1. Ganz normal, Regiestrich minus 1. Minus 1 gleich 2x durch 2. Ist gleich minus, also ein, minus 1 halbes ist gleich x0f. Und so, wie komme ich weiter runter? Oh, clever. So, jetzt sehe ich nichts mehr. Naja. Gut, ja. Und gut. X. Ach Quatsch, das schreibe ich immer. 0 ist jetzt beim Ausrechnen von x0g ist x minus 2, ganz einfach. Regiestrich plus 2, 2 gleich x0g. So, es kommt mit unserer Schätzung jetzt nicht ganz hin. Also hier schon, bei x0g nicht ganz, aber geht ungefähr. So, ausrechnen von Schnitt, also von, ja, xs. Das, also erstmal, warte mal, ich setze es erstmal gleich. Nochmal zum Aufschreiben, also 2x plus 1 gleich x minus 2, 2x plus 1 gleich x minus 2. So, ich rechne erstmal ys aus, also ys ist gleich, ach Quatsch, ich brauche erstmal x. So. Mal nochmal gucken. Guck mal, wo war ich jetzt gerade? Das Gleichgesetz jetzt auch. Okay, also 0. Ach gut. Okay, also erstmal nach x auflösen. Hier sind weniger x, also erstmal minus x. Dann habe ich hier x plus 1 und hier minus 2. Dann ziehe ich hier noch die 1 ab, dann habe ich x gleich minus 3, also xs. Ja, Quatsch, das war verkehrt rum, naja, so. Und nun ys. Das setzen wir jetzt meinetwegen gleich mit x minus 2. Also ys gleich minus, na, ich schreibe direkt minus 5. Weil minus 3 minus 2 sind 5. Und da brauchen wir auch nicht groß mal rechnen. Und was wir jetzt hier geschätzt hatten, minus 3 minus 5, hier auch minus 3 minus 5, kommt ganz gut hin. Bist du damit einverstanden, dass es ins Internet kommt? Ja. Gut. Wir sind soweit fertig, das war schön dargestellt. Vorschlag für die Hausaufgabe. Ihr könnt euch alle möglichen verrückten Funktionen ausdenken. F von x ist so und so, g von x ist so und so. Und die genau die gleiche Übung machen. Ihr braucht gar keine Anleitung weiter. Anleitung nicht, da muss das und das rauskommen. Ihr könnt es nämlich immer überprüfen. Anhand der Skizze geschätzt
dann berechnet und man guckt und sagt, Beispiel, nehmen wir mal an, hier wäre jetzt plus 5 rausgekommen, hätte man spätestens an der Stelle beim Vergleichen gemerkt, das kann ja gar nicht sein, hier bin ich ja im negativen Bereich. Ne? Also ihr könnt euch praktisch die verrücktesten Formeln vornehmen und immer irgendwelche Werte errechnen. Wir sind soweit durch mit dem Video, ich mache hier Stopp, fröhliches Üben, darüber schreiben wir jetzt wirklich einen Test. Gewiss.